Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei PodiPitch 2 an diesem Donnerstag. Wir starten wie immer mit Level von euch aus dem Workshop und es geht los mit kleines Level für Krieger 05. 6000 Budget, Materialien, 6 Straßen, 11 Holz, eine Feder und viele Autos. Was mir Sorgen macht ist, es heißt kleines Level, aber es sind einige Autos da. So, wir müssen auf jeden Fall hier mit starten. Und dann müssen wir den wahrscheinlich... Ich kann mir vorstellen, dass der Wagen hier vielleicht von den ganzen Autos geschoben wird. Deswegen gucken wir erstmal, was passiert, wenn ich hier das Ding eben fertig mache. Gucken wir mal. Okay. Ja. Wir bauen dem hier eine kleine Schleuder, dass er runtergefeuert wird. Deswegen wahrscheinlich auch die Feder. Und dann wird es schon gehen, denke ich. So, du bist gedehnt. Ja, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich glaube nicht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr freut euch über diese Episode. Ich hoffe, dass der Workshop wieder problemlos funktioniert. Und dann wollen wir mal gucken, ob diese Kolonie hier... Wir müssen die Brücke ein bisschen stärker machen. Die Kolonie eben dann ins Ziel kommt. Ich mag das Bild mit der Kolonie, ehrlich gesagt. Und dann bin ich gespannt, wie eben die günstigste Variante aussieht. Wenn ihr die Level, die ich heute spiele, ebenfalls spielen wollt, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da ist wie immer eine ID vorhanden, genauso wie auch hier oben links im Bildschirmrand. So. Das war jetzt relativ easy. Geht's schnell hochladen? Ich denke schon. Jawohl, schön. Gucken wir mal rein. Es gibt noch eine Lösung, die ist ein Ticken günstiger als meine, vom Pufax. Ja, ohne Feder, nur mit so einem Stück Straße. Das heißt, wenn ich das Holz, wenn ich die Feder wegbekomme und hier ein Stück Straße hinmache, wäre ich günstiger als Pufax. Yay! Ich bin günstiger als Pufax. Man könnte sogar noch ein bisschen mehr sparen. Ich habe noch nicht so lange an dem Level gesessen, deswegen werde ich jetzt hier noch auf unter 5000 gehen. Weil ich kann natürlich jetzt dadurch, dass hier weniger Autos auf einmal sind, die Brücke wieder leichter machen. Oder etwas günstiger machen. Danke, Pufax, für die Idee. Ich habe sie geklaut, um dein Ergebnis zu unterbieten. Wunderbar. Das teile ich jetzt aber nicht. Ich weiß, dass ich es geschafft habe. Im Herzen war ich besser. Kurzer Cut, weiter geht's in die nächste Runde. Nächstes Level. Das zweite Level, mal auf, mal ab für Krieger 05 mit 2500 Budget auf der sehr, sehr günstigen Seite. Wir haben Straßen, Stahl und 2 Seile. Ein Level mit einem auf- und abgehenden großen Block. Die Lösung ist eigentlich sehr einfach. Viel Glück. Sehr einfache Lösungen sind nicht meine Stärke. Mal gucken, ob ich es trotzdem hinbekomme. Das Level ist von Benjamin Hönig, natürlich auch die ID in der Videobeschreibung sowie oben links am Bildschirmrand. Was passiert? Es geht einfach nur hoch und runter. Das ist ja cool. Dann sehen wir den Mechanismus auch, wie es runter und hoch geht. Müssen wir überhaupt irgendwas machen? Also ich mag den Mechanismus hier. Oh. Okay, also wir brauchen anscheinend hier oder hier ein kleines Stück Straße. Einfach nur ein Stück Straße, das ihn ein bisschen schneller auf das Ding lässt. Aber wobei, geht das?
Er muss einen Tick schneller drauf gehen, damit er höher kommt. Weil er trifft auf der Hinfahrt auf jeden Fall den unteren. Darf natürlich jetzt nicht auf der Straße aufprallen, wollte ich sagen. Vielleicht links, weil er kriegt ja den unteren Checkpoint definitiv. Nee. Ist vielleicht genau umgekehrt. Ich darf hier gar nicht. Okay. Das Gewicht weiter nach rechts machen. Ich muss ihn früher hochbekommen, damit er schneller am Ding ist. Die Frage ist, geht das hier gut? Die Antwort ist nein. Also ich will nichts auf der Seite verändern. Ich will nichts auf dem Hinweg verändern. Weil der Hinweg hier offensichtlich funktioniert. Man kann keine verstärkten Straßen nehmen. Krass, das hatte ich noch nie, glaube ich. Ist ja interessant. Ich will nichts hieran verändern, weil er kriegt den Checkpoint. Und da wäre es dann meiner Meinung nach blöd, da irgendwie was dran zu ändern. Ja, ich meine, das heißt auch nicht umsonst, never change a running system. Ich kann mir vorstellen, wir könnten das hier so ein bisschen höher machen sogar. Damit er gar nicht so hart aufprallt. Klar, wir sind budgettechnisch natürlich limitiert. Boah, das geht gar nicht. Es hieß, die Idee ist einfach. Das ist es nicht. Warum sind da genau zwei Seile? Im Prinzip ist es egal, welche Reihenfolge er hat. Also wie wäre es denn, wenn wir ihn hier anders drauf fahren lassen? Weil er kann auch erst den oberen, dann den unteren bekommen. Das interessiert das Auto nicht. Ich mach das Zeug einfach nur kaputt. Und tschüss. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Ich glaube, das war so nicht geplant. Vielleicht hilfreich, wenn ich ihm hier so ein bisschen Straße gebe, wobei ich darf, da wird er nicht drauf kommen. Wenn ich das Gewicht verändere, verändert sich natürlich das ganze Rumgeschiebe. Ich finde noch ein bisschen Gewichtmanipulation. Bist du unsicher? Jetzt schaffst du es, oder? Guck mal, kleiner Anschubser von der Straße gab es noch.
Mann, es klappt nicht ganz. Ist es wirklich einfach jetzt nur ein Versuch? Wie lang muss die Straße sein? Wie sehr beeinflusst das Gewicht eben den Rhythmus? Oh Mann, das war knapp. Das war gefühlt sehr knapp. Oder kam es nur so vor? Was ist das hier eigentlich? Ach, der hält das einfach nur in Position. So, jetzt haben wir das Gewicht deutlich erhöht, weil wir weitere... Joints haben. Deswegen hat es das Seil auch nicht mehr gehalten, deswegen müssen wir jetzt auf Stahl gehen. Ich bin mir echt nicht sicher, was diese einfache Lösung ist. Für mich heißt in dem Fall einfache Lösung, du musst einen klaren Gedanken haben oder eine klare Ahnung haben, was du eigentlich tun musst in diesem Level. Ja, weil es hieß, die Lösung ist einfach. Lösung ist eigentlich sehr einfach. Das heißt, du musst eine Ahnung haben, wie könnte ich das denn lösen? Das ist natürlich auch elegant, wunderbar zwischendurch fahren lassen. Was nicht geht, das ist wie immer der Fall, Schaden. Also Level müssen gelöst werden ohne Bruch und im Budget. Das ist meine Devise. Gilt auch hierfür. Was ist dieser Gedanke, dass es so einfach ist? Was ist es, was ich übersehe? Ich meine, ich darf auf keinen Fall versuchen, die Bewegung einzuschränken, weil er muss sich bewegen, sonst kommt A, die Limousine nicht mehr hier hoch und B, kriegt sie sonst nicht beide Checkpoints. Die Bewegung darf ich also nicht komplett stoppen lassen. Aber was heißt bitte... Es ist eigentlich leicht. Es ist vielleicht einfach nur auf beiden Seiten ein Stück Straße und ein bisschen Seil. Das beeinflusst dann die Grundbewegung so sehr. Ich meine, wenn ich es exakt 1:1 kopiere, dürfte es ja im Prinzip nicht der Fall sein, oder? Eventuell sollte ich, wenn ich das bewege, die Straße nach unten machen, damit das Auto nicht auf der Straße... gegen die Straße landet. Wollte ich sagen. Sondern eben gegen die Wand selbst fährt. Ist es sowas? Ich bin da echt gespannt auf die Lösungen in der Galerie. Geht das kaputt. So, wenn wir das hier länger machen. Das hier auch ein bisschen. Es darf halt eigentlich auch nicht... Exakt, es darf auch nicht zu weit runter gehen, weil wenn es zu weit runter geht, knallt es eben unterhalb dieser Kante und bleibt da hängen. Einen haben wir. Relativ smooth, wie er runterkam. Oh, da wieder gestoppt, jetzt trifft er wieder nicht. Wie bekomme ich das hin? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich hätte es jetzt...
fast gehabt. Den einen Checkpoint. Ich meine, es wäre kaputt gegangen. Das beeinflusst gerade gar nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das Eingeklemmte hier irgendwie ein bisschen Einfluss hat. Ich würde sagen, nein. Das ist natürlich intelligent. Ich habe gedacht, ich kriege heute wieder mehrere Level hin, mehrere kurze Level hin. Der ist knapp gewesen. Der war wirklich nicht schlecht gerade. Aber jetzt sieht es so aus, als würde ich halt bei maximal 2 Leveln schon die Folge beenden müssen. Weil ich einfach nicht in der Lage bin, dieses ach so einfache Level zu lösen. Ja! Man muss nur mal gemeckert haben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Einfach nur irgendwie lange rumgemacht, bis das sich der Rhythmus sich so verändert hat. Wir gucken mal in die Lösungen. 430 vom Pufax. Ein Stück Straße. Und dann hat er halt einfach das Glück, dass er jetzt so aufgehalten wurde, dass er jetzt fährt. Ja, nee. Ah, da hat er noch ein kleines Stück Straße, okay. Und dann schiebt er sich dadurch das Ding wieder rüber. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das hier die Lösung von Benjamin Hönig ist. Damit man eben sieht, wie es denn gewollt war. Ist es. Es sind einfach nur 2 Rampen links und rechts. Und das reicht schon. Das hat am Anfang dann so viel beeinflusst, dass der Rest funktioniert. Okay, ich kam nicht auf die einfache Idee, zu sagen, ich baue einfach mal 2 Rampen hin. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Ich denke, wir machen heute eine kürzere Episode, weil in der nächsten Episode dann wieder ein längeres Level auf mich zu warten scheint, weil ich habe einige Level gesehen, die für mich gemacht wurden, die wirken rein finanziell und vom Ausmaß des Screenshots, den ich halt sehe, riesig. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir heute eine kürzere Folge, dafür nächste Woche dann wieder eine längere. Da nächste Woche ist eh Weihnachten, das Heiligabend, da kann man dann donnerstags auch eine längere Folge machen. Zusätzlich gibt es sehr wahrscheinlich, zwinker, zwinker, hüstel, hüstel, über die Weihnachtstage auch extra Videos. Bisher weiß ich wohl von 2. Mal gucken, ob es noch ein drittes geben wird. Das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall heute dementsprechend etwas weniger. Nächste Woche wieder mehr. Euch wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an die Level Creator. In diesem Ding waren sie, in der Folge waren es BX Quint und Benjamin Hönig. Natürlich auch vielen Dank an alle anderen, deren Level ich schon gemacht habe oder noch nicht gemacht habe, aber machen werde. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Tag und auf Wiedersehen.